Und Arafat Abu-Chaka packt weiter aus und aus und aus. Und ich wünschte mir einfach nur, dass kleine Bushido-Fanboy-Kiddies, die ihn bis auf den Tod verteidigen, sich diese Sache mal angucken und versuchen, eine Erklärung dafür zu finden, wie sie noch immer hinter so einem Menschen stehen können. Der Teil, den ich euch zeigen werde, da redet er über das Ding mit Animus, wie Animus von Flair noch Geld braucht und eine Großfamilie beauftragt hatte, um das Geld bei Flair zu holen. Und Arafat Abu-Chaka wollte das Ding zwischen den beiden klären. Es geht um Echo Fresh, es geht um K1. Ich würde sagen, wir gönnen uns das Ganze auf entspannt zurück, Lindenhasen. Let's go! Bist du bereit, schuldig bist? Also wenn Animus wirklich Recht hat, bist du bereit, ihm sein Recht zu geben? Also ja. Bist du? Also ja. Weil wenn du sagst, nein, ich bin nicht bereit, dann ziehe ich mich weg, ja? Und dann macht immer, was immer ihr wollt. Und meint, nein, nein, ich bin bereit, alles cool. Er hat mich natürlich gefragt, warum, wieso, weshalb, habe ich ihm kurz erzählt. Dann kam er zum Kudamm in die Knesebergstraße, bei Fancy saßen wir. Und dann hat der Kollege von Animus angerufen. Ich habe da mit Animus geredet. Ich meine, ey, das ist nicht die feine englische Art, dass du irgendwelche Leute hier schickst, dass sie Flair vermöbeln. In den Medien, wie es rumgesprochen ist, einer von den Großfamilien. Ja, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Und dann meint er, ja, er schuldet mir Geld und bla bla bla. Wir haben Verträge. Das ist doch in Ordnung, wenn du Verträge hast. Das ist doch einfach, wenn du Verträge hast, dann zeig die Verträge. Und ich gebe dir mein Wort. Ja, der sitzt neben mir, er wird dir dein Geld geben. Er meinte, okay, wo soll ich hinschicken? Da habe ich gesagt, hör mal zu. Hat Flair seinen Anwalt angerufen, weil es war irgendwann anwaltlich, weil er ist schon gegen ihn anwaltlich vorgegangen. Aber nicht wegen Kohle, sondern wegen Videos, die er runtergenommen hat von YouTube, die er mit Flair gedreht hat. Also du musst dir vorstellen, er dreht mit Flair Videos, hat keine Verträge mit ihm. Flair wollte ihn pushen. Ja, ist eigentlich ganz normal. Und dann droht er ihn mit den Videos. Dann meinte ich, hör mal zu, wenn du wirklich Verträge hast, wo drin steht, schwarz auf weiß, dass du pro Song drin steht, was du kriegst, du wirst dein Geld kriegen. Okay, schicke ich morgen. Dieser Tag, wo er gesagt hat, schicke ich morgen, bis heute hat er sich nicht mehr gemeldet. Bis heute hast du dich nicht gemeldet. Das heißt, es lief alles wieder so ab, wie es immer abläuft unter Ausländern oder Menschen mit so einer Mentalität. Auf Vertrau mir, Bruder Basis. Es wurden keine Verträge gemacht. Flair hat ihn quasi ausgebeutet. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er ihn ja im Gegenzug dazu mit Reichweite belohnt. Dadurch hat man vielleicht Animus erst auf dem Schirm gekriegt. Man weiß es nicht, wie die das untereinander abgesprochen hatten, aber Verträge gab es nicht. Hätte es die Verträge gegeben, hätte sich Arafat auf die Seite des Rechts begeben und dafür gesorgt, dass Flair diese Zahlungen tätigt. Vertrag geschickt, das hat sich dann erledigt. Dann kam auch der besagte Freund, dein Freund und den bekannten Freund von mir. Zu mir hat er gesagt, hör mal zu, scheiß auf ihn. Ja, er wird nicht schicken, er ist ein Lügner, ja. Sag Flair, alles in Ordnung, alles gut, alles klar. Wäre sowieso alles gut gewesen. Das war's mit dir, Animus. Nichts anderes. Weder lüge ich, wie du in deinem Post schreibst, weder erzähle ich irgendeine Scheiße, weder noch irgendwas. Du interessierst mich eigentlich gar nicht. Und dieses immer, ja, wo Flair danach zur Polizei gerannt sind. Mann, du bist ja fast ein Bulle. Rede doch nicht über andere, wenn du nicht besser bist. Du redest über mich, angeblich, weil ich ihn unterdrückt habe. Warst du dabei? Erzählst, ich hätte ihn erpresst, warst du dabei? Seine Familie bedroht, warst du dabei? Guck mal, ich sehe dich als Muslim, Alhamdulillah. Ich sage nicht, dass du kein Muslim bist, um Gottes Willen, steht mir nicht zu. Aber als Muslim, ja, von Muslim zu Muslim, hör dir immer zwei Seiten an und dann urteile. Und nicht, wo dein Vorteil ist, weil du gerade einen Vorteil von ihnen hast, dass du Partei beziehst. Okay? Ich sag's dir nur, weil wenn du einem Menschen Unrecht antust, wirst du um diesseits noch bestraft. Nur zu deiner Information. Wie gesagt, ich habe nichts gegen dich. Nimm einfach meinen Namen nicht in deinen Mund und alles gut. Sonst, ich hätte dich nicht erwähnt. Das wollte ich nur sagen. Redest, zeigst immer mit dem Nacken, Finger auf andere. Du warst oder bist nicht besser. Nur zu deiner Information, okay? Und diese Manuelsen-Sache zwischen dir und Manuelsen. Ich hätte eine Meinung, aber weißt du was? Ich spaß ihm. Das ist euer Ding. Ihr wart dicke Bunnies. Ihr hättet, egal wie, alles klären können. Du wolltest es auf der andere Schiene machen. Dein Ding. Ich werde mich da nicht einmischen. Das ist das Thema Animus. Und für mich ist das Thema auch abgeschlossen. Egal, was du jetzt in Zukunft postest, machst, tust, ja? Ich werde dich nicht mehr erwähnen, okay? Dir obliegt es, ob du das machst oder nicht. Inshallah, wenn man sie sieht, entweder man sagt sich Hallo oder man sagt sich nicht Hallo. Das war's. Ad-Akta Salamu Alaikum, Animus. Jetzt seid ihr gespannt, mit welches Thema ich anfange. Ich habe gegrübelt geguckt. Ich habe gegrübelt und überlegt, mit wem ich anfange. Ich fange mit K1 an. K1! Ihr werdet euch jetzt denken, ja, warum fängt er nicht mit denen und denen an? Später wird es alles einen Sinn machen. Wie habe ich K kennengelernt? Weil viele haben auch geschrieben, hatte Kay damals recht. Also ich erzähle euch mal, das war... Bilal Abu-Chaka. Zwischen 2005 und 2007. Irgendwo da habe ich ihn kennengelernt. Ich glaube, er hat gesigned 2007 bei Er ist guter Junge. 5-Jahres-Vertrag hat er damals bekommen. 5 plus 7 sind bis 2012, genau. Wir waren damals bei
sind ein paar Mal nach Köln geflogen, Bushido nicht, oder gefahren, besser gesagt. Und Bushido, der ja immer sagt, er ist der war ja immer der Unterdrücker. Der hat in einer Suite gelebt in Köln. Ich habe bei Echo in der Wohnung geschlafen, aber nicht, weil ich nicht leisten konnte oder nicht durfte oder so. Mir war das, ich bin immer Gott sei Dank auf dem Boden geblieben. Ich musste keine Suite haben, ich musste nicht irgendwo in den besten Hotels sein. Dass ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, von wo ich herkomme und ich weiß, wer ich bin. Wir sind damals zu Echo geflogen, weil Echo für Bushido damals geschrieben hat. Es war damals so, Santino war der erste Mann, der für Bushido geschrieben hat. Und dann hatte Echo eine Krise. Die hatten Kontakt. Er war schon mal da. Und so sind wir öfter sozusagen nach Köln geflogen. Und so hab ich auch Kay kennengelernt. Kay war so ein Komiker, der hat immer alle Rapper nachgeahmt. Der war nicht schlecht, der war ein guter Freestyler. War ein lustiger Typ. Sehr, sehr schlank. Ja, und hat natürlich so auf uns hochgesehen. Oh, wow, die Berliner kommen und ganz groß und bla, 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 bla. Und ich habe gesagt, ey, bleib ruhig, alles cool. Und immer wenn er mich gesehen hat, ey, wie geht's, bla, 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 gut so. Weil Bushido hing ja mit, Echo ging öfter mit, zu Bushido ins Hotel und haben geschrieben. Ich war dann mit Echo, mit Orhan, Hakan. Der hatte noch einen Bruder, der hat auch gesungen, glaube ich, ja, der hat gesungen. Und da habe ich Bero Bass kennengelernt. Wie heißt der Kollege von Bero? OJ. OG, glaube ich. Den habe ich auch kennengelernt. Ich habe sozusagen, wie habe ich OJ kennengelernt? Kingpin. Brahim habe ich kennengelernt. Ramin, der vor kurzem, Rahmatullah Ali, verstorben ist im Iran, der ermordet wurde, den habe ich auch da kennengelernt. Ah, Ramin Yekta Ich habe Paras. eine ganze Reihe, sehr, sehr viele Leute aus NRW kennengelernt. Ich war sozusagen mit den Leuten. Bushido hatte so mit den Leuten gar nichts zu tun. Der war im Hotel. Wenn er kam, war er immer kurz angebunden und sehr, sehr, sehr hochnäsig und arrogant. Und ich habe immer den Leuten, ja, die haben mich immer gesagt, warum ist denn der so? Ich meine, ach, ist egal, der ist schlechte Laune. Ich habe ihn immer irgendwie durch die Blume verteidigt. Aber er ist ja nicht Thema. Thema ist ja Kay. Irgendwann, ich glaube, nach dem Kennenlernen von Kay habe ich ihn, ein paar Monate später, glaube ich, habe ich ihn Café Al-Bustan gesehen. Ich komme ins Café rein. Auf einmal sehe ich, ist ja Kay. Was macht Kay da? Ich so, was machst du hier? Also, ich ziehe jetzt nach Berlin. Ich so, weiß das, aber Echo? Er meinte, ja, du hast keine Ahnung, was Echo mit mir gemacht hat. Die typische Leier. Ich musste ohne Strom schlafen, er hat mir nichts zu essen gegeben. Ich habe mir so gesagt, ja, aber Echo ist auch nicht sein Vater oder seine Mutter. Wir wussten, dass Echo selber Probleme hatte. Echo war seiner Zeit, hat sehr, sehr viel, auf jeden Fall Gruß an Echo, sehr, sehr viel geraucht, Haschisch, und wollte sich irgendwie ausreden, warum er hier war. Ich meinte, ja, komm mal zu, okay, ich mag dich, bist ein lustiger Typ, aber dass du so einen Bitch-Move machst, warte kurz. Bushido meinte zu mir, aber der will bei uns sein. Ich meinte, es ist mir egal, ob er bei uns sein will oder nicht, das macht man einfach nicht. Es gibt Sachen, die man nicht macht. Bushido hat sich damals irgendwie kurz mit Echo etwas gestritten, aber da Echo so gastfreundlich war und wir waren bei ihm und ja, ich habe das nicht verstanden, was hinter den Kulissen ist, also zwischen denen. Wurde nie auch, die Leute haben mir nicht immer gesagt, was in dem Moment, was der Streit war. Deswegen wusste ich es immer ein bisschen später. Dann habe ich Echo angerufen. Ich meinte, yo, was geht? Ja, gut, wie geht's dir? Ich meinte, ich will dir nur was sagen. Also, was denn? Kay ist hier. Ach, echt, ja? So, ja. Und der will bei uns sein. Was sagst du dazu? Er meinte, weißt du was? Wirklich so sinngemäß, ich habe meine eigenen Probleme und scheiß auf ihn. Ich meinte, hey, wenn du nicht willst, wirklich, weil wir waren bei dir, wir haben aus einem G-Style, genau, danke. G-Style heißt der Bruder, richtig. Wir haben aus einem Teller gegessen, du warst sehr, sehr gastfreundlich. Ich habe bei dir geschlafen, ich habe die ganzen Jungs kennengelernt, weil ich bin nicht so großgezogen, dass ich so jemand Kasche mache, tue. Er und Bushido haben schon hintenrum im Internet rumgesurft, das habe ich auch viel, viel, viel später erfahren, davon abgesehen. Er meinte, weißt du was, Arafat, ich danke dir auf jeden Fall. Tu mir einen Gefallen, signed ihn, soll der Junge glücklich werden. Ist okay, aber wenn du willst, wenn wir ihn zahlen, können wir so was irgendwie im Vertrag legen, dass du mitverdienst, weil er kommt ja von dir, weil er hat ja viel von dir gelernt. Nein, nein, weißt du was, scheiß auf den. Bist du sicher? Also 100%. Bist du noch nicht sauer? Nein, auf keinen Fall. Habe ich dein Wort? Mein Wort. Gesagt, getan. Okay, habe ich gesagt, er hat nichts dagegen, alles cool. Er hat einen Vertrag unterschrieben bei Erst Guter Junge. Erst Guter Junge wurde 2004 oder 5 gegründet. Ich bin erst in 2007 reingegangen, mit 30% als Gesellschafter. Bushido war Geschäftsführer und mit 69% Gesellschafter und 1% war Dibu drin. Wie gesagt, getan, er hat unterschrieben. Dann habe ich erstmal, glaube ich, ungelogen, okay, über ein Jahr oder anderthalb Jahre so gut wie nie gesehen, wirklich, ganz selten. Den hat Bushido ziemlich klein gehalten bei sich in der Wohnung in Mariendorf. Und ja, Bushido kam aber jeden Abend in Alsbusta. Hat Shisha geraucht, hat Karten gespielt. Ich war damals in meiner ersten Ehe, war ich noch verheiratet. Bin immer früh nach Hause gegangen, weil ich hatte drei Kinder. Und ja, habe mich schon
So, ich habe gesagt, ich bin Familienvater, ich gehe nach Hause. Meine Frau, meine Ex-Frau, damals wollte sie mich so alleine lassen. Gehört sie auch nicht. Dann ist richtig. Echo am Kay an Bord. Irgendwann nach anderthalb Jahren kam einmal Kay mit Bushido ins Café. Ich so, ey, warum sieht man sich nicht? Ja, keine Ahnung, ich bin nur zu Hause, bin am Schreiben, bin am Machen, bin am Tun. Aber du kannst doch mal rauskommen. Komm doch öfter raus. Dann meinte er, ja, ich weiß nicht, der, immer wenn ich rausgehe, flippt Bushido aus. Du bist doch nicht seine. Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst kommen, wann du willst. Und so, so habe ich mich mit Kay ziemlich gut, wirklich ungelogen, richtig krass. Der ist mir richtig krass ans Herz gewachsen. Der war lustig. Der war zur damaligen Zeit, also nicht, dass er loyal war. Der war, ich habe seine Mutter kennengelernt, seinen Vater kennengelernt. Ich habe nie verstanden, warum Bushido das nie von alleine gemacht hat. Wir hatten Zeiten, wirklich, wir haben uns totgelacht. Wir sind nachts von Club zu Club gegangen. Wir haben so viel Scheiße gebaut, wir haben so viel gelacht. Ich muss immer ein bisschen nachdenken. Ich will nichts Falsches sagen. Ja, viele, wie der eine schreibt, viele sagen sich auch bestimmt, ja, wie konntest du dich mit Bushido dann die ganze Zeit umgeben? Bushido ist ein Künstler, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, der sehr gut verstellen kann. Sehr, sehr gut verstellen kann. Und immer gab es so eine, aber ich komme dazu. Ihr bringt mich ein bisschen auseinander, aus dem Konzept. Dann, irgendwann sind wir auf Tour gegangen. Er ist mitgegangen. Und wie gesagt, ich war auf Tour mit Bushido, bin ich erst 2007 mitgefahren. Davor bin ich nicht einmal mit auf Tour gegangen. Nicht ein einziges Mal. Bushido hat mir sozusagen die Waffe auf die Brust gelegt und hat gesagt, hör mal zu, ich wurde in Hannover angegriffen, 2007. Es war Hannover und dann nach Berlin. Er meinte, hey, das geht nicht. Geht auf keinen Fall, dass ich überhaupt angegriffen werde. Weil wir waren ja immer nur auf Tour und haben gesagt, hey, was geht, Maniac, mach dies, mach das. Wir haben ja nie was gemacht. 2007, von Hannover nach Berlin, so bin ich mit Faisal, Yasser und ich bin dann mit auf den Tourbus gegangen und sind dann, ab den Tag sind wir immer mit auf Tour gegangen, immer. Jedes Mal, weil er es unbedingt wollte, weil er Angst hatte, dass er nochmal geschlagen wird auf der Bühne oder irgendwas ihn angetan wird. Er sagt, ey, ich bin Gangster-Rapper, unantastbar. Ey, ja. Ich habe sofort verstanden, habe meine Sachen gepackt. Berlin, habe damals meine Frau gesagt, ey, geht nicht, ich muss diesmal mit. Das und das passiert, bla bla bla, okay, darf nicht passieren. An seinem Image darf kein Kratzer sein, absolut null. Er muss immer High Society Level sein. Das glaube ich, habe ich mal erzählt, dann waren wir in Berlin. Tour war, Konzert war zu Ende, wir wollten so in den Bus gehen. Wir gehen in den Bus rein und dann irgendjemand von den Jungs wollte in einen Brotkorb rein und dann kam Tim Böning. Wer? Tim Böning war das. Ey, so geht das nicht. Okay, dann soll das nicht gehen. Ja, das ist der Kopf von Bushido. Wie der Kopf von Bushido? Ja, das ist für alle anderen der Korb sozusagen, aber das ist der Kopf von Bushido. Ihr macht Unterschiede? Ah ja. Das ist alles Bushido und das dürfen wir benutzen. Krass. Ich schwöre, ich habe so richtig Schock bekommen. Ja, natürlich kriegt man da einen Schock. Wir kennen sowas nicht, weil man ist gemeinsam hingegangen, man ist ein gemeinsames Team und die Leute sollten auch alle gleich behandelt werden. Da habe ich mir den Korb genommen. So, wer hat denn Lust auf diesen Korb? Da meinte der eine, nee, das ist der Korb von Bushido. Ich meinte, es gibt hier nicht Bushido, ich, du, er. Wir sind alle mit auf Tour und wir sind alle gleichberechtigt. Wenn er das essen darf, darfst du das auch essen. Wenn ich Filet essen darf, darfst du auch Filet essen. Ganz einfach. Nee, aber die Hierarchie ist hier anders. Ich meine, ja, die Hierarchie, es kann sein, dass sie anders war, aber ich mache sie wieder anders. Wir sind alle gleich. Dann Brotkorb verteilt. Ich schwöre bei Allah. Er kam runter von seiner Kabine und guckt auf seinen Korb. Wo ist mein Brot auf? Und guckt das. Soll es verteilt. Ach so, okay, na, nicht schlimm. Dann meinte ich, aber da gibt es noch Käse. Oder erst, mein Bruder sagt, da gibt es noch Käse. Ah nee, okay, dann nehme ich ein Käsebrot. Und guckt er so Tim an. Ich meine, Tim, aber du hast doch gesagt, gibt es Hierarchie. Und er so, wie gibt es Hierarchie? Was erzählst du? Du Vollidiot. Immer gleich runterschaukeln, ja. Der andere war der Vollidiot, ja. Und er ist nie der Vollidiot gewesen. Kay, im wahrsten Sinne des Wortes, er sagt, Gott sei Dank kommst du mit auf Tour. Ich so, warum? Ich meine, du hast keine Ahnung, was er für ein Unterdrücker ist. Ich meine, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil ich kenne Bushido nicht. Er meint, Arafat, in deinem Beisein ist er anders. Wenn du nicht dabei bist, ich schwöre, die sagte mir, ein Diktator. Ohne Witz, ich kann mir das so gut vorstellen bei dem. Es passt so geil in dieses Bild von Bushido rein, was sehr viele Leute, die nicht komplett verblendet sind, von ihm haben. 1:1. Muss ich dir vorstellen, wo wir mit auf Zugang sind? Die ganze Crew, okay, alle, wir waren wie befreit. Komplett frei, frei. Kennst du so Leute, so, die einen Freigang hatten und beobachtet sind, was machst du, Haken, die, wir waren frei. Auch Bushido war, der meinte, okay, der ist ja voll locker und dies und das. Wie gesagt, ein Künstler der Verstellung. Vielleicht hatte ich auch meine rosa-rote Brille an oder keine Ahnung, dass ich das nicht sofort gesehen habe, weil ich kannte ihn ja nicht so, wenn ich dabei war. Kay wollte dann irgendwann mal sein Album machen, habe gesagt, ja, mach. Bushido hat es versucht zu verhindern, weil er war sein Schreiber, er musste ja 2 Alben machen, war schwer. Übrigens, egal was Kay geschrieben hat, Kay hat immer sein Geld bekommen.
Immer. Ich glaube, der hat über 20.000 Euro pro Album bekommen. Ich sagte jetzt, oh, so wenig. Damals war es für Kay war viel, weil Kay war ein Profi im Schreiben. Er ging ruckzuck. Dann hat Kay gesagt, ja, kann ich das bitte in einzelnen Schritten haben, jeden Monat 1,5? Ich so, warum ist dein Geld? Nein, nein, nicht, dass ich alles ausgebe. Ist okay. Kay hat das erste Mal Geld gesehen, erste Mal Geld verdient. Dann, glaube ich, sind wir von der Tour zurückgekommen und sind in so einen Club gegangen. Dante, hieß Dante, ist in Mitte gewesen. Und dann haben wir Santino gesehen. Hey, Santino, hey, wie geht's? Bla, 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 gut, gut. Und beide waren ja gute Freestyler. Und dann meint Santino, ja, warum signed ihr mich nicht und so. Dann meinte ich, weißt du was, Santino, man sagt über dich, du bist ein richtig krasser Freestyler. Also ja, ich meine, ganz ehrlich, wir haben mitten im Club, haben die beiden ein Battle gemacht. Ich meinte, weißt du was, macht ein Battle. Wenn du Kay schlägst, kriegst du einen Vertrag. Also habe ich mal gefragt, ich meine, du hast mein Wort. Alles klar. Fing Santino an zu rappen, ja, Freestyle. Ist so, krass. Und dann meint Kay, bist du jetzt fertig? Also ja, Kay hat ihn den Grund um Boden zerstört, was Battle ist. Wirklich zerstört. Er hat selber gesagt, er hat sich entschuldigt sogar. Und hat sich umgesetzt gegangen. Alles klar, wir haben uns totgelacht. Zweitens. Dann fing an, Kay sein Album zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Kay hat sein Album rausgebracht. Irgendwann wollte er bei Bushido nicht mehr schlafen. Die haben sich zerstritten, weil Bushido, Debo und Kay haben eine Wohnung geteilt. Mit mir und meiner Ex-Frau lief es auch nicht gut. Sie ist dann wieder nach Westdeutschland gegangen zu ihren Eltern, weil ihre Eltern kommen von da. Ich habe Gott sei Dank ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern, zu meiner Ex-Frau. Da habe ich Kay gesagt, komm, schlaf bei mir. Also wo war denn Anna-Maria? Wir haben 8 Monate zusammen gewohnt. Wirklich. Rein, raus, immer. Wir waren 24 Stunden einfach safe zusammen. Ich überspringe das mal, weil so die ganzen Fahrten nach Westdeutschland, die Europatour, die wir gemacht haben, mit seinem Vater, mit seiner Mutter, mit seinem Bruder. Ich habe jetzt gehört, dass sein Bruder auch verstorben ist. Ich habe ihm auch gesagt, wo er ausgesagt hat. Obwohl er gegen mich ausgesagt hat, habe ich ihn nach seinem Bruder gefragt, damit er ist verstorben. Habe ich gesagt, ey, mein Beileid. Übrigens hat ihn auch damals zur Lebzeit nicht tangiert, wenn er verschwunden ist. Meine Woche, die haben ihn gar nicht nach ihm gefragt. Der war drogenabhängig und hat einen Schuss von den Drogen bekommen. Aber war eigentlich ein feiner Kerl. Nur zur Info. Irgendwann kam, hat das Teil und das Geld rausgebracht. Und dann kam sein Durchbruch. Jeder hat den Song gerappt, hoch, runter, hoch, runter. Und dann kam Ganji ins Spiel. Ganji kam damals mit Taban und ein Freund von mir, Sakur, haben uns aufgesucht. Dann sind wir von der Katzbachstraße sozusagen, genau, von der Katzbachstraße umgezogen in die Yorkstraße. Also war Albus dann in der Katzbachstraße und dann sind wir umgezogen in die Yorkstraße. Dann kam Sakur und Taban zu mir mit Ganji, haben uns Ganji vorgestellt. Und dann meinte er, er würde gerne Bushido und Kay für Club-Shows buchen. Dann habe ich gesagt, okay, Kay angerufen, so hast du Bock? Ja klar, auf jeden Fall, okay. Dann habe ich Bushido gesagt, hast du Bock? Also nee, Club-Shows mag ich nicht. Ich mache lieber meine Künstler, soll Kay ruhig machen, alles klar. Dann hat Kay das angefangen zu machen. Lief ganz gut, erfolgreich. Und pro Auftritt hat Kay 13.000 Euro bekommen. Boah. Jetzt fing an der Rubel zu. Ganji hat dann, was Ganji genommen hat, weiß ich nicht. Ich frage euch jetzt bestimmt, warum ich das erzähle. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Geduld haben und dann versteht ihr nachher, warum ich das gerade erzähle. Und wenn gewisse Behörden hier auch mithören, ja, ihr könnt gerne alle googeln, wo Kay aufgetreten ist. Okay? Wo Kay aufgetreten ist, welche Clubs. Es gäbe das Internet, zeitlos. Also hat Ganji Kay 13.000 Euro fast jedes Wochenende zweimal Kay in schwarz. Und Ganji, den Rest, den er mehr verdient hat, hat er sich schwarz in die Tasche gegeben. Weil Ganji ausgesagt hat, bei der Polizei, dass er zu Zeiten Kays nie Schwarzgeld gemacht hat. Dann frage ich mich, warum es nie eine Rechnung gab. Aber mir vorwerfen, weil er seine Haut retten will, weil er, ein Freund, den ich kenne, gesagt hat, Arafat ist ja ein sinkendes Schiff, also kann ich alles sagen, dass ich Schwarzgeld Arafat gegeben habe, dass er von der Steuer runterkommt. Okay? Wie gesagt, ihr könnt die Auftritte googeln, ja, und zu den Veranstaltungen, dann könnt ihr in die Bücher gucken, ob Geld bekommt. Wo Kay dann angefangen hat, Geld zu riechen, hat er sich komplett, absolut komplett. Ist bei vielen so, leider. Wurde zu einem anderen Menschen. Hat immer nur so gesagt, Bro, nein, so ist das nicht. Dann hat Bushido gesagt, sag mal, wann willst du das nächste Album schreiben? Ja, ich habe viel zu tun und so. Dann hat er das nächste Album geschrieben. Kay hatte noch mehr Auftritt. Irgendwann haben wir uns angenähert, weil sein Vertrag abgelaufen ist. Ihr müsst euch vorstellen, ein K1. Ja, wie er aussieht, hätte damals niemand für voll genommen, wenn er nicht bei uns wäre. Den hätte niemand für voll genommen. Niemand. Auch niemand akzeptiert. Okay?
Er wurde akzeptiert wegen uns. Er hatte absolute Narrenfreiheit wegen uns. Er war in jedem Club wegen uns. Bilal. Er konnte machen, was er wollte, wegen uns. Bruder, Herzchen, ich liebe dich. Wo bist du? Was machst du? Was tust du? Alles nur wegen uns. Noch nichts Böses drin gesehen. Kay war auch... Ihr werdet mir das nicht glauben. Ich wusste nie, dass Kay Drogen hat. Bro, als ob man das nicht wusste. Man sieht ihm das doch an seiner aufgedunsenen Fresse, zumindest damals. Wobei man hier fairerweise sagen muss, sein District gegen Bushido und Arafat war der beste District, den ich persönlich je gehört habe. Und da fällt auch das Urteil drunter, da fällt auch Tag des jüngsten Gerichts drunter. Also alle Districts, die ihr je gehört habt, der von Kay fand ich persönlich für meinen Geschmack am heftigsten. Er hat da komplett alles auseinandergenommen. Kay war ein Kuxer. Der hat geguckt wie ein Weltmeister. Wo er dann abgehauen ist, hat mir jeder gesagt, wusstest du nicht, dass er kokst? Dann ist er so, du, warum sagst du es mir erst jetzt? Ja, Kay hat sehr, sehr stark gekokst sogar. Stimmt. Ob was das mit den Drogen zu tun hat, weiß ich nicht. Erzähl bitte was von Shindy. Ja, Shindy kommt, Shindy ist heute nicht dran. Ja, 50 rückwärts halt, du hast das auch gemacht. Und 50 Baseballschläger hat auch bekommen. Nein, er hat Shindy wirklich wie Dreck behandelt. Und ich habe gesagt, ich habe ihn das öfter auch angeschrien deswegen. So, weil ich fand das nicht in Ordnung. Er meinte, er ist Newcomer. Newcomer muss man so aufbauen. Newcomer sind erstmal Sklaven. Und wenn Shindy wirklich korrekt ist, bestätigt ist. Wegen der Minderjährigen, da wurde, glaube ich, gegen ihn. Er hat mal irgendwas mal gelabert, dass ihn manche Leute Steine in den Weg legen, indem sie ihn als Pädophilen abstempeln. Hat er irgendwann mal selber gesagt damals, ja. Erzähl mal was über die Eltern, okay. Ja, man hat gesehen irgendwann, wo ihr Sohn ein bisschen Erfolg hatte, wollte dann die Mutter immer nur mit den Leuten Creme de la Creme zu tun haben oder in der VIP-Welt. Das ist mir, Alter, was für eine kaputte Welt. Sein Vater dachte, der wird, sein Stiefvater wird Model von Valdesarini. Hat die Leute dann blöd angemacht, hat Shindy und K1 richtig fertig gemacht, warum sie ihnen nicht einen Deal mit Valdesarini besorgen, weil er so gut aussieht und die Klamotten, er konnte doch für die Modeln alle einen Höhenflug, weil denken, keine Ahnung, er hat ein bisschen Erfolg. Wie hast du gefühlt, als du ihn bei den TV gesehen hast, weil ihr wart ja... Jetzt wisst ihr ungefähr, von wem Bushido das so alles abgeguckt hat. Welche Alben hat Kay geschrieben? Für Bushido? Alles von 2007 bis 2012. Warum ich das Koksen von K1 nicht bemerkt hätte ich mit ihnen nie wieder was zu tun haben wollen. Weil ich distanziere mich von Leuten, die Drogen nehmen. Ernsthaft. Warst du richtig befreundet mit K? Ich war nicht nur befreundet mit K. Ich habe den wirklich wie einen kleinen Bruder gesehen. Ich bin für K durch dick und dünn gegangen. In etlichen Clubs bin ich gegangen, habe mich geschlagen für ihn. Er kam in jeden Club rein. Mir wurde nachts angerufen, hier behauptet jemand, ist dein Bruder. Aber er ist ein Lügner, weil er sieht vietnamesisch aus. Ich wusste, dass Kay war. Er meinte, ja, ist mein Bruder, lass ihn rein. Ungelogen. Da waren wir einmal in Matrix. Da waren zwei oder drei Israelis. Und wir waren im Club und wir quatschen mit denen. Hey, where you come from? I come from Israel. Und er fragt mich, und du, von wo kommst du? I'm Palestine. Ja, so cool, bla 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 bla. Kay kriegt einen richtigen Raster. Du Scheiß, Punkt. Du Scheiß. Und fängt an zu schreien. Tickst du nicht mehr richtig? Bei Allah. Ich musste fast Kay schlagen, weil er die so krass angegriffen haben. Was haben die gemacht? Irgendwann stand es riesengroß in der Zeitung und in der Bild-Zeitung, antisemitische Hetze, antisemitische Übergriffe. Ja, das sind halt immer diese Lutschers, die sich aufspielen müssen, nur weil sie sich mit irgendwelchen Leuten umgeben, die dann den Macker raushängen lassen, die Fresse nie aufbekommen würden, wenn sie alleine wären. Dunkle Typ, das bin ich, ja, habe denen geholfen. Und da ist Geld zur Polizei gegangen. Keiner hat ihn gefragt, kein Mensch. Und da war noch ein Vorfall im Graffiti. Kein Mensch hat ihn gefragt. Er ist einfach hingegangen. Und hat mich da und da verpfiffen. Körperverletzung. Obwohl ich das nicht mal war. Die Flucht damals, wie lief sie ab? Warst du von Shindy enttäuscht? Aber Shindys Thema ist nicht heute. Heute ist nur K-Thema. Wie war die Flucht von K? Nacht- und Nebelaktion aus der Sicht. Wie lief es ab? Welche Zeitung? Was für Nacht und Nebel? Der kam, hat gesagt, ich bin morgen. Er kam von Köln, hat gesagt, ich komme nach Berlin, hat seine Sachen gepackt, ist gegangen. Er hat sich bei niemand gemeldet. Die Nacht- und Nebelaktion war nur, dass er niemand Aug um Aug sprechen kann. Weil er sich bestimmt, was will er erzählen? Nach was? Hat K was bezahlt, wenn ihr unterwegs seid. Kay musste nie was bezahlen. Nie. Noch nie hat er was bezahlt. Wie gesagt, heute ist nur Thema Kay. Hat Kays steuerliche Vergangenheit eigentlich noch ein rechtliches Nachspiel? Nein. Hat Kay gut verdient? Kay hat sehr gut verdient. Kay kam mit jedem klar. Kay ist ein Entertainer, ein lustiger Typ, wenn er will. Man schießt ihn schnell ins Herz, leider. Ja, er hat von seinen Alben Geld verdient. Er hat in den Filmen Geld verdient. Zeiten ändern sich. Er hat jede Tour, wo er mitgegangen ist, hat er Geld verdient. Er hat überall Geld verdient. Was war das beste Erlebnis mit Kay? Also wenn du mit Kay unterwegs warst, die war nie langweilig. Du hattest immer was zu lachen. Er konnte die Leute so krass verarschen. Aber so auf eine humorvolle Art und Weise. Wir waren mit Kay unterwegs. Wir haben den AMG von Zinselfing abgeholt. Und wir waren von Stuttgart nach Berlin. Und es war langweilig. Wir haben angefangen, Leute anzurufen. Und Kay hatte ja voll viele Nummern. Und hat jeden eingeladen.
im Bosch hat und hat mit denen, ja, ich bin in Firma sowieso und ich glaube, der hat 15 bis 20 Leute in so einen Tisch eingeladen, Bosch hat's. Und dann habt ihr Bock, das und das mitzumachen, ich verdiene das und das. Er hat richtig hoch angesetzt und nach 2 Minuten von, sagen wir mal, 50.000 hat er gesagt, 5.000, wie, aber sie waren 50. Ja oder nein? Richtig aggressiv. Ja, okay, dann treffen wir uns im Borschatz. 21 Uhr Borschatz. Irgendwann hat er einen Borschatz Tisch reserviert auf irgendeinen Namen, auf irgendeine Firma, die er angegeben hat. Dann hat er den Leuten erzählt, und wenn das dann so ist, dann werdet ihr alle eingeflogen, von egal wo ihr seid, nach Ibiza. Und dann hat er, da sind so 12 Leute eigentlich, die, ja, die früher bei irgendeinen Shows teilgenommen haben, jetzt nichts Besonderes. Und wir sind dann ins Borschatz gegangen, sind nicht reingegangen, haben aus, da ist so ein riesen Schaufenster zusammengekommen. Und die saßen da und haben gewartet. Dann hat Kay angerufen. Einmal diese Leute, die wir da versammelt haben, als ich wieder in die Firma, das sind richtige Penner, haben gar kein Geld, schmeiß sie raus. Mein, wäre aber besser für dich, Kay oder Shindy, also Rap und Privat. Boah, das kann man gar nicht vergleichen. Das sind komplett zwei verschiedene Charaktere. Deswegen ihm altabhängig. Ach, Blödsinn. Ich war noch nie in meinem Leben alkoholabhängig. Hast du bis heute mal eine Nachricht von Kay erhalten? Wie gesagt, ich hab ein bisschen mit ihm gequatscht in der Pause. Habe ihn nach seinem Bruder gefragt und dann hat er mir gesagt, dass sein Bruder verstorben ist. Leider. Also im Großen und Ganzen, Kay ist nicht vertrauenswürdig. Kay macht nur auf nett bei den Leuten und kriegt richtig Arsch die Kohle haben, bis er sein, sozusagen sein so erfüllt hat, das, was er bekommen hat. Und ich weiß das gleich. Würdest du dir wünschen, dass ihr wieder Kontakt habt? Nein. Eine Sache erzähle ich noch euch. Ich weiß nicht warum, ich finde das aber mega unterhaltsam, wa? Man kann ihm gut zuhören und man kriegt einfach Infos zu Sachen, wo man immer Fragezeichen im Kopf hatte und das schon jahrelang. Dass er jedes Thema einzeln behandelt, finde ich umso besser. Ich hoffe, er hat sich eine Strichliste gemacht, weil es gibt über 100 Themen, die angesprochen werden müssen. Dann soll er halt jeden Stream dazu nutzen, um eines dieser Themen ausführlich zu behandeln und dann macht er einen Haken dran und dann direkt das nächste Thema. Da sind wir von Zürich nach Berlin geflogen. Und es gab so krasse Turbulenzen. Allah, ich dachte, das war's. Ich saß im Gang, in der Mitte war frei und Cave saß ganz rechts. Und die Turbulenzen haben nicht auf, die wurden immer schlimmer. Das habe ich gemacht. Ich habe Al-Fatiha gelesen, ich habe Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah gesagt und habe so Koran-Suren gelesen. Und Cave hatte Todesangst. Und er meinte zu mir, ach, warum bist du so ruhig? Ja, Allah, wenn heute unser Tag gekommen ist, dann weder du noch ich noch irgendjemand kann was machen. So wird es geschrieben, so wird es passiert. Da meint er so zu mir, okay, was ist, wenn wir in dem Moment sterben? Also beispielsweise stürzt ab, wir sterben. Ist so, also du bist ja Moslem, ist so, ja, und ich als nicht als Moslem gestorben bin. Ist so, wenn du nicht als Muslim stirbst, ja, nach meiner Religion, an der ich auch glaube, kommst du in die Hölle. Also wie? Ist so, ja. Also wie kannst du so cool reden? Bist du sicher, dass du ins Paradies kommst? Ist so, nein. Nur der Tod ist sicher. Ich bin mir nicht sicher, dass du ins Paradies kommst. Aber inshallah, yani, so Gott will, hat er Erbarmen mit mir und ja. Aber Alhamdulillah, ich sage La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed sein Diener Gesandter. Er meinte, was würdest du mir raten? Ich meine, ich weiß nicht, was ich dir raten soll. Ich kann dir nur raten, an der Religion, an der ich glaube, ist der Islam. Stellt euch mal vor, euer Flugzeug ist dabei abzustürzen und ihr redet so seelenruhig miteinander über so eine Thematik. Okay, was muss ich machen, dass ich konvertiere? Das ist so ganz einfach. Du sagst, ich bezeuge, es gibt keinen anbetungswertigen Gott außer Allah. Ja. Und Mohammed ist sein Diener und Gesandter. Und dann, wenn du daran wirklich glaubst, von Herzen, glaub meine Religion, laut an, was ich glaube, kommst du ins Paradies. Wallah, ungelogen. Ich schwöre auf alles, was mir heilig. Auf Allah. Also, okay, was soll ich sagen? Also, willst du wirklich im Islam konvertieren? Also, ja. Scheiße, Alter, das ist doch ein Ich habe Film. was Angst. Also, ja. Sag, Ashhadu, Ashhadu, Ashhadu. an la ilaha illallah, La ilaha Muhammad Rasulullah. illallah. Ich habe ihn das übersetzt. Wo er das Muhammadan ausgesprochen Rasul Allah. bei Allah. Klar, war Himmel. Wir wollten unter uns wie so ein Teppich. Das Flugzeug. Er guckt dann nach links. So krass. Ich überlege wirklich, zum Islam zu kommen. Stimmt, aber du hast doch gerade gesagt. Aber ich überlege es mir noch. Was ein Ich sage, Heuchler. krass, was für ein Zeichen. Ja, das ist kein Zufall. Was für ein krasses Zeichen. Und im gleichen Atemzug, wo alles, diese ganze Turbulenzen weg waren, wirklich, wo er das gesagt hat, Wallahi, ganz ruhig. Ich gucke raus, Sonne scheint, die Wolken wie ein Teppich. Und dann sagt er im gleichen Atemzug, ich überleg's mir.
Junge, ja, solche Menschen kannst du machen, was du willst. Die wirst du nicht beeindruckt kriegen. Vielleicht war das tatsächlich dafür da, dass er so eine Art Anstoß kriegt, den richtigen Weg einzuschlagen. Aufzuhören mit dem Koksen, aufzuhören mit den Betrügereien, mit der Hinterhältigkeit. Man weiß es nicht. Er hat schon ein maximales Zeichen erhalten. Vielleicht war es auch nur Zufall, aber mir ist aufgefallen, die letzten Jahre, dass viele Zufälle gar keine Zufälle sind, sondern dass sie genau so hätten kommen müssen, damit mein Weg so verläuft, wie er verlaufen ist. Jeder einzelne davon, ohne Ausnahme. Von daher kann man als Zufall sehen, muss man aber nicht. Und das ist echt eine krasse Story, die er da gerade erzählt hat. Ich war ihm nicht sauer, das muss er selber wissen. Weißt du, ja? Subhanallah, Allah leitet recht, wen er will. Aber wie gesagt, es hat auf jeden Fall Turbulenzen haben aufgehört. Das mit der Ranse, das ist nur ein Gerücht. Also ich habe nie gesehen oder irgendwas bemerkt. Wir waren bei Bushido, Anna Maria kennengelernt hat. Wo waren das in Köln? Wie heißt das Ding? Da hat Kay einfach mit dieser 2,5 Meter ein bisschen Spaß gemacht. Und diese L'Oreal. Also, das hat Bushido nur erfunden, um ihn schlecht zu machen. Wie findest du Zürich und die Schweiz? Fantastisch. Hochichaschle. Was hatte damals Kay für ein Verhältnis mit Cosimo? Ja, eigentlich ein ganz gutes, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte gerade nicht über Religionen. Ich habe nur die Situation erzählt, wo ich live dabei war. Bereust du die Zeit mit Kay oder bist du dankbar für die Erfahrung, die du gemacht hast? Ich bereue, was soll ich sagen, bereuen. Ich bereue gar nichts. Also, na klar bereue ich vieles, aber ich bereue jetzt nicht die Zeit mit Kay. Wenn Kay ein falscher 50er war, dafür kann ich doch nicht. Guck mal, wenn ihr fragen wollt wirklich über Kay, über 18 Karat, warum ich das nicht gemerkt habe, ich sag dir ganz ehrlich, er ist mit mir nach Hause gegangen. Wir sind also in zwei verschiedenen Zimmern schlafen gegangen. Okay, dann ist er manchmal Wochenende, ist er mal rausgegangen, was normal ist. Ich habe es nicht gemerkt, weil Kay kam ja, wenn er Drogen genommen hat, also was ich vermute, ich habe nie gesehen, dass er Drogen genommen hat, nie. Selber mit meinen Augen, nein. Jeder war dabei, hat das dann mit ihm gemacht, aber wollten ihn nur schützen. Und ich glaube, bevor er mich gesehen hat, hat er sich so voll gepumpt mit Alkohol, dass ich das gar nicht mehr gemerkt habe. War Kay und Bushido nie dicke. Nie. Die waren nie dicke. Aber mit Bushido dicke zu sein, ist auch schwer. Aber ich kann auch nicht sagen, okay, Bushido war jetzt nicht gerade freundlich zu Kay. Der hatte mal eine gute Zeit und mal eine schlechte Zeit, so wie Bushidos Launen sind. Aber trotzdem hat Kay nicht das Recht gehabt, so eine Nummer abzuziehen. Auf keinen Fall. Zu komplett knicken. Hat Kay nicht versucht, über Babassar zu euch zu kommen? Nee. Weiß ich nichts davon. Wie war Kay zu meinen Kindern? Meine Kinder und Kay waren so top. Ich habe meinen Kindern manchmal auf Tour mitgenommen. Und Kay hat sie dann auf die Bühne genommen. Die haben dann gerappt. Ich meine, denkst du nicht mehr, ich möchte das nicht. Die waren richtig gut miteinander. Auch wo dann meine Kinder von den Ferien kamen, haben wir alle in einer Wohnung geschlafen. Die waren richtig, richtig gut miteinander. Weil ich gemerkt habe, dass Kay, ich wollte es nicht glauben, dass Kay eigentlich link ist. Aber ich habe es gemerkt, so, wo Ganji ihn dann immer mehr Auftritte hatte. Also er war immer gefragter und immer gefragter und er hatte immer mehr Club-Auftritte. Und sein Motto war immer Sexy Teens, Sexy Teens, Sexy Teens. Ich habe nie gesehen, wie er mit einem Teenie was hatte oder so, aber die Videos und die Chats habe ich wirklich gesehen. Wir müssen meine Kinder Bushidos Kinder. Ja, das hat alles vergessen. Wollte Kay Bilal Abushaka heißen? Ja, wollte er wirklich. Er hat Kay zu EGJ-Zeiten sehr respektiert. Es gab auf jeden Fall eine Situation, wo wir auf Tour waren. Kay, Flair und Bushido haben ja ein Album rausgebracht, BMW, Berlin Most Wanted, und die haben ein paar Songs auf Tour zu gemacht. Und die haben dann immer Flair versucht, richtig krass zu verarschen auf der Bühne. Und dann kam Flair zu mir und sagte, was soll das? Die wollen auf cool machen, auf meinen Nacken und so. Und dann wollte Flair die Tour abbrechen und wollte einfach abbrechen. Kam Bushido zu mir, nein, geht so nicht. Ich meinte, ja, aber ganz ehrlich, was soll die Scheiße von dir und Kay? Ich kann ihn verstehen, dass er abhauen will. Ihr verarscht ihn hier mitten auf der Bühne. Veräppelt ihn, lässt ihn sowieso ein Vollidiot stehen. Ich dachte, ihr seid ein Team. Ja. Ich weiß, er hat einen Song, der Sexy Teens heißt. Ja, dann haben sie sich ein bisschen beruhigt und haben sich schnell wieder vertragen. Hat Kay viel hinter den Rücken gemacht, außer den Drogen. Das, was ich weiß, eigentlich nicht. Ich hätte von Kay die Wahrheit erwartet. Also einfach, dass er sagt, hör mal zu, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will das machen, das machen. Und ja. Aber hat er nicht gemacht. Kannst du schon verraten, welche Gäste kommen? Würdest du klein machen und verkaufen? Hat Kay einmal Danke gesagt zu dir? Kay hat nicht nur Danke gesagt, Kay hat gesagt, ich verdanke dir alles. Meine ganze Karriere hat er mir. Aber dann so ein Ding abzuziehen. Wie lange braucht Kay für ein Album? Also Kay, wo er damals noch klar an der Bühne war, Kay war schon ein guter Schreiber, guter Freestyler, wirklich. Denkst du ab und zu an den alten Zeiten? Glaub mir, wenn du so enttäuscht bist und im Nachhinein so, keine Ahnung, 13 Jahre hörst, was er für Aussagen gemacht hat, obwohl er die Aussagen hat er damals gemacht, aber anders eben mit den Israelis und die Körperverletzung im Graffiti. Wer damals Anzeige bekommen, Akteneinsicht bekommen haben, da stand ja drin, wer
wer so eine Aussage getätigt hat, das war Kay. Wollte mich auch wieder ins echte Licht bringen, wegen dem Vertrag. Immer nur im Vertrag, immer um Kohle, anstatt einfach mal zu sitzen und einmal zu arbeiten. Ich will mein eigenes Ding machen, mein Vertrag ist abgelaufen, alles cool. Ist Kay bisexuell? Nein, Mann. Ist er nicht. Das finde ich fair von ihm. Er könnte komplett auf die Kacke hauen und solche Gerüchte weiterhin anfeuern, dass man glaubt, er wäre bisexuell. Das wurde ja so behauptet von seitens Bushido und anderen. Aber er macht es nicht. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit. Hat Kay deinen Song geschrieben? Ja. Kay hat den Song geschrieben. 63 AMG, der Präsident. Stimmt, das hat er wirklich gemacht. Welche Rolle hat eigentlich Kays Vater im Hintergrund gespielt? Hast du eigentlich Kontaktpunkte mit ihm? Oder kam er zu spät? Ja, ja. Kays Vater hatte auf einmal den Möchtegern-Manager ausgelassen. Kann jetzt alles, wusste alles, konnte alles. Aber hat auch vergessen, dass ich ihn mal seinen Arsch gerettet habe und Geld überwiesen habe. Oh, egal. Weil er Geld verballert hat, während es Kay noch nicht gut ging. Ach, ich bin ehrlich zu euch, ob sie das Geld verballert hat von ihrem Sohn. Das ist ihr Sohn. Soll sie doch so ballern. Und ob ich Kay ein Wort glaube, im Nachhinein, vielleicht hat er nur Scheiße erzählt, dass seine Mutter das Geld verballert hat. Weil er hat uns ja auch erzählt, oder mir besser gesagt, er hat ja so viele Steuerschulden. Da frage ich mich. Mit Schwarzgeld kann man keine Steuerschulden. Weil das hast du dir in die Tasche gepackt. Wieso hat er Kay Polizeischutz genommen, wenn es bei dir so gut war? Arafat Abi. Naja, ich habe euch doch gesagt, dann kam er nach Berlin und Kay hat erzählt, da sollen angeblich zwei maskierte Leute, wo er aus dem Club rausgegangen ist, angeblich zwei maskierte Leute ihn angefallen haben. Einer soll angeblich eine Kanone gezogen haben. Und seitdem hat er Polizeischutz bekommen. Was er ja. Den Polizeischutz hat er, den hat er, oder ja, irgendwie so. Aber wie gesagt, den er belastet hat, wurde in Berlin freigesprochen. Was haben damals seine ganzen Brüder von Kay gehalten? Naja, du musst dir vorstellen, wenn Kay war ja auch komplett gut mit meinen Brüdern. Also, wir waren. Es hatte ja niemand gedacht, dass er einen Bitch-Move macht. Wie gesagt, die waren alle gut mit Kay. Das ist so, wenn einer mit uns läuft, zählt er zu uns, Punkt. Er hat mal erzählt im Interview, dass er immer Paranoia hatte, wenn er ein Spiel, der Spielautomat gezockt hat und du das mitbekommen würdest, dass du es ihm mit ihm gut meintest. Ja, na klar habe ich ihn versucht, davon wegzukriegen. Wozu diese Bekloppte sein Geld in so ein Spielautomat immer reinzuknallen? Für was? Konnte Kay sich hauen oder derjenige, der sich hinter mir versteckt hat? Er war auf jeden Fall mutiger und stärker und als Bushido. Bushido hat sich nie was getraut. Er hatte vor alles und nichts Angst, wenn jemand nicht mit ihm war. Kay dagegen hat sich weniger gefallen. Aber er wusste ja auch warum. Bushido genauso. Bushido hat öfter angerufen als Kay. Wenn ich dann Kay boxe, bin ich dann ein Thailänder. Ein Philippiner bist du dann. Ja, Freunde, ich glaube, das waren erstmal genug Infos. Ihr seht, es wird uns noch einiges erwarten. Vor allem freue ich mich auf die ganz, ganz großen Themen, wenn die angesprochen werden, wenn da mal endlich die Wahrheit ausgesprochen wird. Der Konflikt zwischen den Großfamilien im Background in Berlin wegen dieser ganzen Thematik rund um Bushido. Das mit Hamad, die Schießerei, die es da gab in NRW. Naja, gibt da noch wirklich einiges, worüber man reden müsste. So viel zum heutigen Video. Es war schön, dass ihr da wart. Passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao!